Für meine Glühweinschnitten benötigen wir einmal 125 Gramm Zucker, 4 Eier, ein Päckchen Vanillezucker, etwas Backpulver, 250 Gramm Mehl, 125 bis 150 Milliliter Glühwein, außerdem 250 Gramm Butter. Für die Glasur benötigen wir dann nochmal ca. 5 Esslöffel Glühwein, unseren Puderzucker und noch ein paar Perlen zu garnieren. Außerdem benötigen wir eine Rührschüssel und ein Rührgerät. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt dabei. Als erstes geben wir die 250 Gramm Butter, weiche Butter, in die Rührschüssel. Außerdem noch 125 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 4 Eier. Unsere Zutaten miteinander schaumig verrühren. Jetzt geben wir 250 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, 150 Gramm geriebene Schokolade und 125 Milliliter von unserem Glühwein hinzu. Das alles jetzt zu einem geschmeidigen Teig verrühren. Unseren Teig geben wir jetzt auf ein Backblech mit Backpapier ausgelegt oder in eine geeignete Form. Und streichen unseren Teig glatt. Und jetzt ab in den Ofen bei 160 Grad Umluft für 20 Minuten. Anschließend unseren Kuchen auf dem Blech abkühlen lassen. Jetzt verrühren wir 250 Gramm Puderzucker mit 4 bis 5 Esslöffel von unserem Glühwein zu einer glatten Masse. Alles schön klumpenfrei verrühren. Unsere Glasur verteilen und verstreichen wir auf unseren Kuchen. Solange unser Guss noch flüssig ist, mit ein paar Glitzerperlen dekorieren. Komplett erkalten lassen und genießen. Viel Spaß!